Hallo und herzlich willkommen zu Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin dein Bewegungscoach für Körper und Geist. Als zweifache Mama ist es mein großes Herzensthema, Bewegung und Achtsamkeit in den Alltag von Familien zu bringen. Denn unser Körper ist ein so wahnsinniges, intelligentes Werkzeug, was uns geschenkt wurde am Anfang unseres Lebens. Und ich möchte für all die Menschen, die ich erreichen kann, dieses Vermögen wieder erwecken, genau das wahrzunehmen. Der Impuls für die heutige Podcast-Folge ist mir gekommen, als mir eine gute Freundin die Worte sagte: Bald ist wieder Weihnachten. Und da musste ich so an mich selbst zurückdenken, dass es eine Zeit gab, da habe ich mir tatsächlich schon Wochen vor Weihnachten Gedanken gemacht, wie ich denn durch die Weihnachtszeit komme, ohne zuzunehmen. Wie ich denn durch die Weihnachtszeit komme, ohne auf irgendwelche Dinge zu verzichten. Wie ich durch die Weihnachtszeit komme, sodass mir am Ende dieser genussvollen Zeit mir meine Hosen noch passen. Und ich kann wirklich mit voller Stolz und aus vollem Herzen sagen, ich habe das abgelegt und bin mega stolz darauf. Und soll ich dir was sagen? Ich bin die größte Naschkatze der Welt. Ich esse für mein Leben gern. Ich liebe den Genuss. Und ich habe daran auch nichts geändert. Ich habe wirklich nichts daran geändert. Was sich geändert hat, ist meine Einstellung zu meinem Körper, meine Einstellung zur Bewegung, meine Einstellung zu meinem Leben insgesamt. Und hier möchte ich dir ganz einfach ein paar Wege einfach aufweisen, beziehungsweise dir ein Bewusstsein dafür erschaffen, dass nicht das Weihnachtsfest die Herausforderung an der ganzen Sache ist, sondern dass all das aus dir selbst herauskommt. Natürlich ist es so, und das kann man auch ganz klar auch so sich eingestehen, und das sehe ich auch ganz genauso, dass zur Weihnachtszeit kommt man mit der Familie zusammen, eventuell auch mit Oma, Opa, vielleicht auch mit einer Tante, wie auch immer. Man sieht einfach seine Lieben und ja, was tut man denn dort? Man isst. Man isst und im schlimmsten Fall, sage ich mal, ist es so, dass man sich zum Mittagessen trifft, vom Mittagstisch eventuell in die Küche geht, doch dort abwäscht und gleich die Kaffeemaschine anmacht. Dann gemeinsam rüber zur Couch geht, dort dann Kaffee trinkt und dann ganz einfach ja, dort sitzen bleibt, bis das Abendbrot beginnt. Und das über 3 Tage verteilt, bei manchen sogar noch länger, ist natürlich eine Herausforderung. Aber was ist da das Herausfordernde? In meiner Wahrnehmung ist da das Herausfordernde, dass einfach die Bewegung fehlt. Die Bewegung insgesamt in den Menschen. Und hier stellt sich für mich die Frage, wie sieht denn sonst der Alltag aus dieser Menschen? Ist es Gewohnheit? Und wie fühlen sich denn die Menschen? Ist es ein Gefühl von Energie, von Liebe, von Gemeinschaft? Was steckt dahinter, wenn genau diese Verhaltensmuster abgespult werden? Und natürlich, der ein oder andere schleppt sich dann mal raus zu einem Spaziergang. Aber ist es das, mal eine Viertelstunde um den Block gehen? Ist es das, um dann zu sagen, oh, mir ist so kalt, ich gehe wieder rein? Ist es das? Letztendlich spiegelt aber genau dieses Verhalten unseren Alltag wieder. Es ist ganz einfach so, dass wir in unserer Gesellschaft uns so wenig bewegen und dass unser Alltag so vom Sitzen und von einseitigen Bewegungen geprägt ist, dass wir an solchen Tagen uns im Prinzip nur dem hingeben. Wir geben uns unseren Gewohnheiten hin. Und das darf sich ganz einfach ändern. Es darf sich ändern, dass wir tatsächlich denken, dass an solchen Tagen wir uns nur mit der Familie austauschen. Und ich darf dich da ganz einfach einladen, anzufangen, dein eigenes Leben mal ganz bewusst zu beobachten und einfach vielleicht diesen ganzen Familienquatsch und all die Glaubenssätze, die da drin stecken, zu durchbrechen. Ich bin der Meinung, es ist jederzeit einen Versuch wert.
Und es wird wahrscheinlich den einen oder anderen in deiner Familie, wenn nicht sogar du selbst jetzt sagst, oh nein, das geht nicht, dann ist es okay. Du musst nicht alles das umsetzen, was ich dir sage. Darum geht es mir in diesem Podcast auch nicht. Ich möchte dich inspirieren und ich möchte dich natürlich zu jeder Zeit anleiten, dass du immer für dich entscheidest, was für dich richtig und was falsch ist. Und das sage ich auch stets und ständig. Du darfst mir ganz einfach tatsächlich nicht alles glauben. Denn die Dinge, die ich dir hier erzähle und die ich auf meinen Kanälen verbreite, sind Dinge, die für mich funktioniert haben in meinem Leben. Und auch da kann ich dir sagen, die haben nicht funktioniert von heute auf morgen. Die haben einfach funktioniert Stück für Stück, Woche für Woche, Monat für Monat und manchmal auch Jahr für Jahr. Und das ist ganz einfach etwas, was du für dich in dein Leben umsetzen darfst. Ich möchte dich hier nur inspirieren. Ich möchte dich einladen und ich möchte dich einladen, dass du einfach mal probierst. Dass du einfach probierst, Stück für Stück Bewegung in den Alltag von deiner eigenen Familie zu bringen und zu überlegen, dir ganz klar bewusst zu werden, was denn eigentlich bei euch, also in deiner engen Familie, das heißt mit deinem Partner, Partnerin, Frau, Mann und deinen Kindern, was da einfach vorherrscht in eurem Alltag und was in dem Alltag einfach von deinen umgebenden Familienmitgliedern, das heißt deinen Eltern, deiner Oma, deinem Opa und so weiter und so fort, was dort vorherrscht. Und zu Weihnachten ist ganz einfach die besondere Herausforderung, dass so viele verschiedene Ansichten, verschiedene Glaubenssätze und verschiedene Gewohnheiten zusammenkommen. Deswegen geh da ganz, ganz, ganz vorsichtig irgendwie ran, aber probier's. Probier's aus. Probier doch mal aus, einfach zu sagen, hey, weißt du was? Nach dem Mittagessen quatsche ich noch mit euch eine halbe Stunde, danach gehe ich laufen oder eine Stunde. Oder dass du einfach sagst, wenn ihr wo irgendwo zu Besuch seid, dass du sagst, hey, nach dem Mittagessen, wie lange habe ich denn da ungefähr Zeit, bis es Kaffee trinken gibt? Und dann gehst du da laufen. Das heißt noch lange nicht, dass du irgendjemanden dazu einladen musst. Das heißt nur, dass du diesen Kreis durchbrichst. Nur du. Und dass du diesen Kreis für dich durchbrichst. Die Frage ist jetzt, was dein innerer Anteil deines Unterbewusstseins dazu sagt. Der wird vielleicht, sagt dir, nein, Weihnachten wird sowas nicht gemacht. Woher kommt das? Woher kommt das? Und da darfst du ganz einfach reinspüren. Das sind Dinge, die ich zum Beispiel wirklich seit vielen Jahren umsetze, dass ich ganz einfach mich darauf vorbereite. Wenn ich irgendwo zu Besuch bin, wenn eine Familienfeierlichkeit ansteht, ich nehme mir Laufsachen mit. Wenn du nicht laufen gehst, dann geh walken. Oder mach was immer. Geh raus. Geh raus, bereite dich darauf vor, geh raus und mache was Sportliches. Und dein Verhalten wird sich automatisch auf die gesamte Familie, also auch auf die Verwandten, auswirken. Das kann ich dir versprechen. Wie sich das auswirkt, ist natürlich wieder eine neue Sache. Kann ich dir nicht versprechen, weil ich kenne die Menschen nicht. Und jeder Mensch reagiert anders. Deswegen möchte ich dich hier an diesem Punkt wirklich ganz, ganz, ganz nah zu dich selbst lenken und möchte dich dazu einladen, dass du dich einmal selbst beobachtest und hier ganz einfach drei Stationen etwas näher betrachtest, wenn für dich Weihnachten eine Herausforderung darstellt, weil du Angst hast, zuzunehmen, in deine Sachen nicht mehr reinzupassen, irgendwie irgendetwas einfach rückgängig zu machen, kann ich dir sagen, das ist nur in deinem Kopf. Betrachte dir dein Leben. Wenn du in deinem Leben grundsätzlich sehr, sehr bewegt bist, wenn du darauf achtest, wie dein Körper auf Ernährung, auf Nahrung insgesamt reagiert und das, wenn du einfach den Anspruch hast, eine hochwertige, also qualitativ hochwertige Ernährung an den Tag zu legen und das einfach Standard ist in deinem Leben, ist das okay. Es ist okay, wenn in deinem Leben Bewegung eine große Rolle spielt, wenn du wirklich sehr, sehr, sehr bedacht darauf bist, dass du dich täglich in irgendeiner Art und Weise bewegst, dann ist das okay. Dann ist dieser Glaubenssatz, dass Weihnachten eine Herausforderung ist, in deinem Kopf. Dann ist das in deinem Kopf. Und wenn ich dich in meine Geschichte nochmal mitnehmen darf,
Ich habe mich so viel gewogen. Ich habe wirklich, vor Weihnachten habe ich angefangen, nichts mehr zu essen oder habe bewusst einfach auf Süßkram verzichtet, habe gehungert und so weiter und so fort. Um nach Weihnachten, beziehungsweise auch nach Silvester, immer noch das gleiche Gewicht zu haben. Irgendwann habe ich festgestellt, dass meine Waage eigentlich richtig blöd ist, weil schon ich nach dem Essen mindestens 2, 3, 4, 5 Kilo zugenommen habe. Also, wenn du mir wirklich vertraust, dann würde ich sagen, schmeiß die Waage weg. Aber das sage ich, habe ich ja schon öfter gesagt. Also, ich habe meine Waage nicht mehr in Benutzung für mich persönlich. Ich habe sie neulich gefunden. Sie ist tatsächlich noch hier bei uns im Haus. Aber sie wird eigentlich nicht benutzt. Sie wird einfach nicht benutzt. Und ich finde diesen Fakt, dass die Waage einfach keine Rolle mehr spielt in meinem Leben, sehr, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll. Nur mal das als Gedanken am Rande, kommen wir zurück zu dem Glaubenssatz, Weihnachten ist eine Herausforderung. Weihnachten ist natürlich keine Herausforderung. Das Ding ist ganz einfach, du darfst selbst dein eigenes Leben kreieren. Und was ich dir gerade schon gesagt habe mit der Bewegung, dass du einfach diese festen Traditionen einfach aufsprengst, indem du beginnst, selbst Bewegung in diesen Tag hineinfließen zu lassen. Indem du ganz einfach nicht sagst, wir müssen uns alle bewegen, geht alle spazieren, das ist immer so ein Muss, sondern dass du sagst, hey Leute, wann gibt es genau Kaffee trinken? Oder wenn du Gastgeber bist, dass du sagst, hey Leute, setzt euch in die Wohnstube, mein Partner, Freund, wer auch immer, der wird euch ein bisschen animieren, ich gehe jetzt laufen. Hat jemand Bock mitzukommen? Nein? Okay, gut, dann sehen wir uns in einer Stunde. Und dann gehst du laufen. Und wenn du jetzt denkst, oh, meine Haare und ich habe mich doch so schick gemacht. Ja, wie geil, du kannst tatsächlich als Gastgeberin nach dem Laufen dich doch mal total frisch und voller Energie etwas zurecht machen und kannst einfach sagen, du hast den Luxus, dass du sogar dein Outfit gewechselt hast. Das machen sonst, glaube ich, nur irgendwelche reichen Schnösel in irgendwelchen dekadenten Filmen oder so. Ja, genau, war jetzt nur ein Bild, um dir zu verdeutlichen, dass alles nur Geschichten sind, die du dir erzählst. Das sind Geschichten, die dich im Prinzip davon abhalten, Weihnachten zu einem bewegten Tag zu machen. Und natürlich würde ich jetzt an Weihnachten keinen langen Lauf von 3 Stunden planen. Aber warum nicht einfach 8 Kilometer? Wenn du schnell genug bist, schaffst du das ganz einfach in einer Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde. Und ich finde, das ist okay. Das ist okay. Und weißt du, was das Gute daran ist? Du bekommst eine Pause. Du bekommst eine Pause von diesem Familienmarathon. Du bekommst eine Pause, eine ganz persönliche Me-Time von all dem, was da einfach den ganzen Tag auf dich reinprasselt. Das heißt, es ist in zweierlei Hinsicht ein ganz, ganz, ganz wertvolles Tool, dass du für dich beginnst, Bewegung zu integrieren. Und eventuell schließt sich einfach jemand an. Und wenn sich jemand anschließt, ist das auch eine super Unterbrechung. Du kommst erstmal mit jemandem etwas tiefer in Kontakt. Ihr könnt euch über Bewegung austauschen. Ihr habt nochmal eine ganze Unterbrechung in diesem Tag. Und was ich finde, so ein Weihnachtstag, das ist immer so schnarchig. Das ist irgendwie so eine Mischung aus, geht ruckizucki vorbei, weil man irgendwie nichts getan hat, außer essen und rumgammeln. Und das dauert ewig lange, weil irgendwie sich alle so ein bisschen anöden. Und auch dieses Bild von wegen, dass dann immer so Konflikte entstehen, das kommt daher. Deswegen zieh dich da raus. Zieh dich da raus. Und wenn jemand damit ein Problem hat, kannst du ihm ganz einfach liebevoll sagen, dass es einfach dir wichtig ist. Du darfst es sagen, du darfst sagen, was dir wichtig ist. Und ich glaube, dass die meisten Menschen das auch verstehen, dass es dir wichtig ist, dass du Bewegung brauchst, dass dein Körper Bewegung braucht. Nicht, weil du irgendjemanden damit verletzen möchtest, sondern weil du ganz einfach für dich selbst einfach eine kurze Auszeit brauchst. Und ich glaube, wenn du das einfach dir vorher überdenkst, dass solche Dinge passieren können, dann wird es jeder verstehen. Es wird jeder verstehen. Und vielleicht klappt das nicht beim ersten Mal so, dass jeder das versteht. Aber ich kann dir sagen, wenn du es einfach beibehältst, dass du einfach standardgemäß, dass jeder weiß, okay, wenn die jetzt zu uns zu Besuch kommt, dann wird die mal eine halbe Stunde weg sein und Sport machen. Dann wird die das ganz einfach machen. Du darfst ganz einfach dein eigenes Bild von solchen Veranstaltungen überdenken. Du darfst einfach auch vielleicht eine ganz andere Variante für dich suchen. Vielleicht gehst du auch früh gleich laufen, wenn noch nicht alle da sind.
Das ist natürlich auch eine Variante. Wenn du sagst, das geht nicht, ihr habt eine ganz feste Familienstruktur, ihr habt ganz feste Abläufe, dann geh gleich früh morgens laufen. Und wenn da noch drei Braten vorbereitet werden müssen. Also in meiner Erfahrung, wenn man noch nicht fertig ist und man ist nicht die perfekte Gastgeberin, da freut sich immer eine Schwiegermutter oder eine Mama, wenn du sagst, ich habe das nicht so gut hinbekommen. Du bist und bleibst einfach die beste Festlichkeitsvorbereiterin. Würdest du mich unterstützen mit deiner Expertise? Da schreien die Juhu, weil die haben dann auf einmal so eine Bedeutung und ist ganz liebevoll natürlich gemeint an alle Schwiegermütter und Mütter, die jetzt zuhören. Aber letztendlich ist es so. Ich glaube, also ich kann mir es schlecht vorstellen. Das ist wahrscheinlich auch ein Bewertungsfaktor jetzt da drin. Sehe darüber hinweg, aber ich kann es mir schlecht vorstellen, wenn du ganz einfach ehrlich sagst, hey, du bist und bleibst die beste Weihnachtsbraten-Vorbereiterin, dass da jemand sauer ist. Dass da jemand sauer ist, dass du nicht perfekt bist. Wenn du einfach da einfach eine Person, die vielleicht da sich dran rütteln könnte, dass irgendwelche Ansprüche einfach nicht erfüllt werden, wenn du die einfach mit einbeziehst. Weil das ist auch wieder eine Gemeinschaftssache. Das ist einfach, ja, ich finde was Schönes und das dürfen wir, glaube ich, auch alle ein bisschen lockern und dieses Steife ganz einfach rausnehmen und ganz viel Herz zeigen und ganz viel Gefühl zeigen. Und natürlich kann es sein, dass der ein oder andere nicht sofort damit klarkommt, weil er einfach sich selbst es nicht eingesteht, dass so etwas zu tun, sich selbst Schwäche einzugestehen und Hilfe zu bitten bei jemandem in der Verbindung, indem man seine eigene Schwäche zeigt. Das macht nicht jeder, das traut sich nicht jeder. Du darfst es aber. Du darfst diese Entscheidung treffen. Denn letztendlich sind das alles Glaubenssätze. Glaubenssätze sind Dinge, die du einfach über deine Kindheit, über dein Leben bis zu dem heutigen Tag einfach aufgenommen hast und die dich letztendlich programmieren. Glaubenssätze sind Dinge, die du irgendwann mal erfahren hast und diese Erfahrung hast du in dir gespeichert und über dein Leben wurde vielleicht diese Erfahrung immer und immer und immer wieder bestätigt. Über irgendwelche Dinge, die passiert sind und wo du dann gesagt hast, ah, das ist die Bestätigung, ah, das ist die Bestätigung, ohne dass die Sache vielleicht was mit der Situation zu tun hatte. Glaubenssätze ist ein sehr, sehr tiefes Thema, würde ich jetzt nicht ganz so tief reingehen. Deswegen lenke ich dieses Thema Glaubenssätze nochmal auf die Weihnachtsgeschichte. Letztendlich ist es auch ein Glaubenssatz, dass du sagst, Weihnachten ist eine Herausforderung. Letztendlich ist es ein Glaubenssatz, dass du sagst, nach Weihnachten nehme ich zu. Du darfst mal dahinter schauen, warum nimmst du denn zu? Liegt es vielleicht daran, dass du jedes Jahr die gleichen Verhaltensweisen an den Tag legst? Liegt es vielleicht daran, dass du, ja, die Wohnung vollstopfst mit Süßigkeiten? Woran liegt es? Woran liegt es, dass du fest davon überzeugt bist, dass du nach Weihnachten zunimmst? Oder während der Weihnachtszeit zunimmst. Woran liegt das? Und schau dir es doch einfach mal an. Nimm dir ein Buch oder einfach nur einen Blog und schreib dir es auf. Woran liegt das? Und dann ändere es. Wenn für dich das so herausfordernd ist, wenn es für dich auch so ein Problem darstellt, dass du zunimmst über Weihnachten, dann ändere es. Es liegt in deiner Entscheidung. Wichtig ist nur ganz einfach, sind denn wirklich 3 bis 4 Tage in deinem Leben in einem Jahr das Entscheidende? Ist es denn tatsächlich wahr, dass wenn du ein gesundes, fittes, ausgeglichenes und bewegtes Leben einfach durchführst, dass 3 Tage oder 4 Tage tatsächlich dein ganzes Jahr verändern? Ist es das wirklich? Ist es wahr? Nein, ist Bullshit. Ist richtiger, schöner Sondermüll in deinem Kopf. Denn letztendlich ist es so, dass wir, glaube ich, zu Weihnachten, dadurch, dass wir auf einmal die ganze Familie so nah um uns herum haben, dadurch, dass viele in Anspruch haben, zu Weihnachten sich besonders schick zu machen, besonders, ja, so ein besonderes Aushängeschild nach draußen zu kehren, dass wir natürlich alle unter einer gewissen Beobachtung stehen. Und ich glaube, dass viele das einfach als Entschuldigung nehmen, zu sagen, ach, ich habe so viel über Weihnachten zugenommen. Letztendlich ist es das wahr? Meistens nicht. Meistens haben die Menschen schon ein halbes Jahr lang so viele Dinge in ihrem Leben einfach, ja, ignoriert, dass einfach ihnen das zu Weihnachten bewusst wird, weil sie vielleicht das Weihnachtskleid vom letzten Jahr anziehen oder von vor 2 Jahren und feststellen, dass es zu eng ist. Das ist eher eine Wahrscheinlichkeit, als dass du
über 3 Tage so viel zugenommen hast, dass du am Ende des Weihnachtsfestes sagst, ich habe so viel zugenommen. Deswegen überprüfe da gerne mal deine Glaubenssätze, überprüfe doch mal gerne dein eigenes Verhalten, deine Verhaltensmuster und schaue, welche Entscheidungen du hier für dein Leben triffst. Ist es wahr, dass das Weihnachtsfest dran schuld ist? Ist es wahr, dass temporär die Süßigkeiten daran schuld sind? Oder ist es dein Verhalten? Und wenn es dein Verhalten ist, kommt es aus dir. Du bist diejenige Person, die alles ändern kann mit einer Entscheidung. Und dann geh los. Lerne dich selbst kennen, lerne deine Verhaltensweisen kennen, lerne deine ganzen Glaubenssätze kennen, die da in deinem Kopf sind. Ich hatte mal in einem Facebook Live vor gar nicht allzu langer Zeit davon erzählt, dass ich in mir diesen Glaubenssatz hatte, ich muss es aufessen und dass ich dann irgendwann aber dieses alles muss gegessen werden, was auf dem Teller steht, nicht mehr auf mein gesamtes Essen angewendet habe, sondern nur auf Dinge, die mir geschmeckt haben. Ja, also ich habe tatsächlich alles dann nur noch das ganz doll aufgegessen und es musste dann halt eine ganze Tüte Gummibärchen sein und manchmal auch zwei und manchmal auch der ganze Schrank, weil das musste ja weg. Quatsch. Und wie ich da rangegangen bin, habe ich damals auch erklärt und ich erzähle es dir auch gerne nochmal. Und falls du es schon mal gehört hast, sieh es mir nach. Letztendlich ist es so, dass dieser Glaubenssatz von meinen Großeltern und auch von meinen Urgroßeltern übertragen wurde. Denn diese Generationen sind in einer Zeit groß geworden, wo ganz einfach wenig Essen uns zur Verfügung stand. Zu dieser Zeit wurden Ratten gegessen, wurden Kartoffelschalen mehrfach gekocht und so weiter und so fort. Ich meine, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, weiß man ganz genau, was diese Menschen durchgemacht haben. Und diese Erfahrungen, die diese Menschen gemacht haben, kann man heute noch auf ganz, ganz vielen Ebenen erkennen. Das ist wahr, in meiner Wahrnehmung. Und diese Sprüche, was auf den Teller kommt, muss gegessen werden, kommt ganz einfach von da. Es ist wichtig, wertzuschätzen, was das Essen einfach uns gibt. Das Problem ist, was wir in unserer Gesellschaft haben, dass wir so eine Menge an Essen haben und dass so viel Essen, so viel Nahrung so verdammt billig ist. Und das meine ich auf vielerlei Hinsicht, sowohl vom Preis her als auch von der Qualität. Wir haben tatsächlich so eine Masse von billigem Essen auf dem Markt. Und ich glaube, wenn wir jetzt einfach mal an unsere Großeltern denken, die wirklich ganz, ganz wenig hatten und die dann natürlich gesagt haben, das schmeckt nicht, es ist egal, du musst es essen, es ist das Einzige, was wir haben. Dann darfst du heute ganz einfach sagen, jo, ich darf bewerten, was da auf dem Teller ist. Ich habe ganz einfach die Wahl. Ich habe die Wahl. Ich muss nicht mehr alles essen. Ich muss nicht den ganzen Schrott essen, der auf dem Markt ist. Ich muss nicht mehr das essen, wo ich nicht mehr weiß, woher es eigentlich kommt oder was es ursprünglich mal war. Ich muss es nicht. Ich kann. Ich muss es nicht. Die Frage ist, ob du es dir wert bist, dahin zu gucken. Und es ist immer eine Wertigkeitsgeschichte von dir selbst. Hinzuschauen, was ist dein eigener Körper wert? Wie willst du ihn ernähren? Welche Nährstoffe möchtest du ihm zur Verfügung stellen? Denn ich habe das schon tausendmal gepredigt, unser Körper ist für Bewegung ausgerichtet und unser Körper braucht Nährstoffe, um diese Bewegung, für die er mal geschaffen wurde, umzusetzen. Dadurch, dass wir aber unseren Körper nicht mehr artgerecht verwenden, wir benutzen ihn einfach nicht mehr für das, wofür er einfach mal gemacht wurde. Machen wir alle nicht, auch ich nicht, obwohl ich sehr, sehr, sehr viel mich bewege. Zudem kommt noch, dass wir ihm Nahrungsmittel zur Verfügung stellen, mit der er gar nichts anfangen kann, beziehungsweise aus der er nicht die Energie herausziehen kann, um wirklich optimal Leistung zu bringen. Und da darf jeder Einzelne von uns einfach genau hinschauen. Ganz genau. Und wenn du zum Beispiel jetzt Ausrichter eines Weihnachtsfestes bist, und da wird wahrscheinlich auch die halbe Familie sagen, was ist denn das? Aber dann biete doch mal Alternativen an. Biete doch Alternativen an. Wenn es ganz einfach der Braten sein muss. Und ich als Vegetarierin zum Beispiel muss keinen Braten unbedingt haben. Aber das heißt nicht, dass der Rest der Familie nicht ihn braten möchte. Und das ist okay. Aber ich kann mir ganz einfach überlegen, ob es nicht mal eine Alternative sein darf. Ob es denn immer der Braten sein darf. Und wenn wir hier wieder in die Geschichte reingehen, damals war das ganz einfach so, dass
in einer Zeit, wo es relativ wenig Essen gab und wo man einfach geschaut hat, was man kriegen kann. Da gab es unter der Woche nicht das große Essen. Da gab es an einem Sonntag das große Sonntagsessen. Und gleichzusetzen ist das auch mit dem Weihnachtsfest. Natürlich hat die Familie monatelang darauf hingearbeitet, dass es zu Weihnachten, zu diesem besonderen Tag, der auch seine Ursprünge im Christentum hat. Das sind alles unsere Wurzeln und das darfst du auch ganz, ganz liebevoll ansehen. Du darfst hinsehen, warum setzen wir uns denn eigentlich zu Weihnachten zusammen? Was feiern wir denn dann? Und warum muss es an diesem Tag dieses wertvoll große, pompöse Essen geben? Und dann schau mal hin, ganz, ganz tief in das Essen rein, was es dann zu Weihnachten gibt. Was ist denn da eigentlich drinne? Ist es denn tatsächlich das ganz Besondere? Ist es denn das ganz Hochwertige? Ist es denn das einfach das wundervolle Essen, was einfach diesen Tag so besonders machen soll? Ist es das dann tatsächlich oder sind die Inhaltsstoffe einfach wirklich grauenvoll für den Körper? Wie fühlt euch denn alle nach dem Weihnachtsessen? So, als wollt ihr denn noch eine Runde laufen gehen? Oder eher so wie, ach, lass uns hinlegen, wir brauchen jetzt noch ein Espresso. Das sind alles Dinge, die du für dich machen darfst. Und das möchte ich hier wirklich nochmal betonen. Wenn du anfängst, deine Familie zu missionieren, wenn die nicht mitmachen, weil die nämlich natürlich, was ich gerade gesagt habe, aus diesem geschichtlichen Hintergrund, weil es schon immer so gemacht wurde, seit so vielen von Hunderten von Jahren teilweise, wenn nicht noch länger, da war dieser Tag einfach so. Bloß damals ganz anders. Ganz anders. Denn damals wurde monatelang darauf hingearbeitet, dass man einen Braten hat. Es wurde wochenlang, wurden Kartoffeln gesammelt von irgendwoher, dass man dann einfach Kartoffeln hat, dass man ein schönes Rotkraut hat. Heute sind alle Dinge gerade mal 5 Minuten bis 10 Minuten einer Autofahrt entfernt. Heute können wir einfach einkaufen gehen und einfach die Dinge konsumieren und ja, schauen nur noch auf den Preis, wie preiswert es ist, ohne drüber nachzudenken, warum es eigentlich so preiswert ist. Und vielleicht kann ich dich dazu einladen, einfach da einfach ganz viel Aufmerksamkeit reinzubringen und einfach zu sagen, nein, es ist ein besonderer Tag und ich beginne ganz einfach zu hinterfragen, was da eigentlich so billig ist, was da eigentlich so billig in Form von Qualität des Essens und vom Preis her ganz einfach herrührt. Und einfach für deine Familie sicherlich auch das zu gewähren, diesen Standard aber vielleicht auch einfach den Gemüseanteil höher zu gestalten. Es liegt doch in deiner Hand. Es liegt auch in deiner Hand, einfach vorher, wenn du irgendwo eingeladen bist, zu sagen, hey, ich will mal was ausprobieren. Hast du was dagegen, wenn ich was mache und das mitbringe? Das liegt doch in deiner Hand. Und wenn du was mitbringst, kannst du das doch auch gestalten. Das ist doch was ganz, ganz Tolles. Und du kannst es doch ganz einfach mitbringen und auch dann konsumieren. Das liegt doch dann in deiner Gewalt. Genau. Ich möchte mich im Übrigen jetzt hier nicht mit dem Essen komplett verzetteln und möchte dir ganz einfach sagen, dass das Weihnachtsfest zu keiner Zeit das Problem ist. Zu keiner Zeit. Es ist deine eigene Wahrnehmung. Und du darfst ganz, ganz liebevoll einfach mit dir umgehen und einfach dir überlegen, was denn das Weihnachtsfest für dich sein soll. Und einfach es umzusetzen. Schaue einfach, dass das Weihnachtsfest für dich ein bewegter Tag ist. Setze es um. Du wirst einen Weg finden. Und da ist da auch der ganz, ganz wichtige Punkt. Du bist die Person, die für dich ganz einfach Gewohnheiten durchbrechen kann. Und das kannst du auf dein ganzes Leben anwenden. Das Weihnachtsfest ist nur ein Aushängeschild von deinem Alltag. Und wenn du jetzt hier sagst, stimmt nicht. Doch, doch, definitiv. Es ist tatsächlich in diesen Tagen, wo wir viel in der Gemeinschaft sind, wenn wir es dann dürfen, wo es natürlich schwierig ist, diese Dinge für sich nur alleine umzusetzen. Deswegen sei ganz liebevoll und kommuniziere. Ich lade dich wirklich ein, zu kommunizieren und einfach auch ganz deutlich zu sagen, hey, ich will in meinem Leben ein bisschen was ändern. Ich habe einfach gemerkt, dass es mir nicht mehr gut tut. Ich brauche Bewegung und deswegen, ich muss mich jeden Tag wenigstens mal eine halbe Stunde bewegen. Und natürlich werden dann eventuell Bewertungen kommen von außen, na, die ist doch süchtig nach Sport. Habe ich mir auch alles sagen lassen. Letztendlich bin ich diejenige, die
zu 90% in ihrem Leben schmerzfrei durch die Welt geht, die in meiner Wahrnehmung gesund lebt und die ihre eigenen persönlichen Herausforderungen und Grenzen überschritten hat. Ich bin diejenige, die einfach angefangen hat, bei mir aufzuräumen, die angefangen hat, Menschen zu verzeihen, wo ich gedacht habe, ich kann dir niemals verzeihen. Ich habe angefangen, einfach ja körperliche Voraussetzungen zu verändern. Und das habe ich alleine gemacht. Und hatte ich Gegenwind? Ja. Also wenn ich jetzt dran zurückdenke, was so einige Menschen mir immer mal gesagt haben, was sie nicht böse gemeint haben, wo sie vielleicht gar nicht mehr wissen, dass sie es gesagt haben. Als ich dann endlich mein Gewicht konstant gehalten habe, dass ich mir sagen lassen durfte, oh, du siehst aber schlecht aus im Gesicht, du bist ja zusammengefallen. Ja, ich hatte zum ersten Mal kein Übergewicht mehr und hatte dieses Gewicht schon mehrere Monate gehalten, ohne ständig zu schwanken durch meine leichte Essstörung. Ich hatte es geschafft, endlich glücklich zu sein in meinem Körper, ohne Untergewicht zu haben, ohne Unübergewicht zu haben, ohne irgendwelche Schmerzen zu haben. Und die erste Reaktion, die ich bekomme von meiner Familie, oh, du siehst aber schlecht aus, so eingefallen. Ich lache darüber. In dem Moment, natürlich war das für mich eine Herausforderung, da nicht mich angegriffen zu fühlen. Natürlich war es für mich in dem Moment auch ein bisschen schwierig, dass ich da nicht die Anerkennung bekommen habe, sondern dass ich da eher so eine negative Bewertung von außen bekommen habe. Letztendlich ist es aber total unwichtig, was andere Menschen über dich denken, denn wichtig ist ganz einfach, was du über dich denkst. Und mir ging es in dem Moment wirklich sehr, sehr gut. Mir ging es körperlich zum ersten Mal richtig gut. Ich habe angefangen, bei mir aufzuräumen. Das war auch die Zeit, wo ich angefangen habe zu meditieren, in mich selbst hineinzuhorchen und wo ich dann einfach diesen Knoten gefunden habe, wo ich dann auf einmal ohne Diät zu machen, ohne irgendwie anzufangen, irgendwie besonders viel mehr Sport zu machen, als ich schon vorher gemacht habe, weil Sport war ja bei mir der erste Weg. Mein Weg bis zu heute hat ja angefangen: Sport, Ernährung, Mindset. Und Sport war ja der erste Punkt. Also es war nicht das Ding. Bei mir war es tatsächlich im Kopf. Mein ganzes System hat einfach alles festgehalten, weil ich unter Dauerstress stand. Und da kann ich dir es auch sagen, sobald du anfängst, dir mit Weihnachten Stress zu machen, dein Körper kann nicht unterscheiden, ob hinter der nächsten Ecke das Weihnachtsfest steht oder ein gefährliches Tier. Das weiß unser System nicht. Unser System ist wirklich uralt. Unser System wurde vor vielen, vielen, von tausenden, Millionen Jahren, whatever, zusammengeschustert für eine bestimmte Lebensart zu überleben. Und wir nutzen dieses System jetzt auf unsere Weise, was okay ist. Es ist okay, dass wir uns fortentwickelt haben. Es ist okay, dass wir in der Gesellschaft leben. Bloß wir dürfen einfach mal hinschauen, ob uns dieses System, wie wir jetzt leben, gut tut. Und ob wir vielleicht dem Weihnachtsfest einfach in der Hinsicht eine zu hohe negative Bewertung geben und was denn eigentlich mit dem Standard ist in unserem Leben. Genau. Und zu dieser Zeit, um dann nochmal zurückzukommen, war es halt ganz einfach so, ich habe angefangen, bei mir aufzuräumen. Ich habe angefangen, hinzuschauen, wo kommen denn meine ganzen Sachen her? Warum habe ich immer wieder das Gefühl, ich muss, wenn ich alleine bin, Dinge essen? Was passiert denn da? In welchen Situationen kommt denn das einfach? Womit hängt es zusammen? Hängt es mit einem Fernsehprogramm zusammen? Hängt es damit zusammen, wenn ich den Fernseher nicht anhabe? Hängt es damit zusammen, wenn meine Kinder sehr aufgewühlt waren? Mit was hängt das denn zusammen? Und da einfach mal hinzuschauen, das hat mir ganz einfach geholfen und das auch hier. Ich weiß, jeder wünscht sich das, auch ich wünsche mir das manchmal in gewissen Situationen, dass es für alles eine Wunderpille gibt und dass man es schafft, diese ganzen Versprechungen, die die Medien ja oft einen ja vorgaukeln, dass man es schafft, innerhalb von wenigen Tagen, in wenigen Wochen irgendwas zu verändern, irgendwas ganzheitlich ja, zu shiften. Das mag temporär sein. Letztendlich ist es so, du darfst dein ganzes Leben einfach an gewissen Dingen arbeiten. Du darfst dein ganzes Leben einfach dafür verwenden, selbst hinzuschauen, was bei dir los ist. Du darfst einfach immer wieder schauen, okay, woher kommen denn die Sachen? Du darfst es hinterfragen, du darfst diese kindliche Neugier, die die Natur uns geschenkt hat, die wir irgendwann unterdrücken, warum auch immer, darfst du wieder rausholen als erwachsener Mensch und darfst diese kindliche Neugier, diese Abenteuerlust, diesen Forscherdrang für dich selbst anwenden.
Du darfst einfach hinschauen und darfst gucken, was ist denn bei dir los? Was braucht denn dein Körper? Was brauchst du selbst? Das ist in meiner Wahrnehmung ganz einfach auch der Weg. Das ist der Weg und der dauert. Der dauert, solange du lebst. Und es ist bei mir nicht anders. Ich habe auch Tage, da geht es mir einfach richtig schlecht. Es gibt Tage, da weine ich. Es gibt Tage, da könnte ich explodieren. Das gibt es. Das ist normal. Es geht nicht darum, immer der hüpfende Flummi zu sein. Es geht nicht darum. Es geht nicht darum. Ich kann das nächste Mal einfach eine Folge aufnehmen, wenn ich so richtig am Boden bin, um dir das zu beweisen. Genau, aber darum soll es jetzt gerade nicht gehen. Ich möchte jetzt hier nochmal zusammenfassen und es sind letztendlich sind es die gleichen Dinge, die ich so oft immer wieder erzähle. Überlege dir wirklich, ob das Weihnachtsfest die Herausforderung ist. Und falls du da einen Zweifel verspüren solltest, schaue hin. Überlege dir, was der Zweifel ist. Und schau einfach mal wirklich ganz genau hin, was kannst du denn für dich ändern? Nur für dich. Und denk da nicht an die ganze Familie. Blende das aus. Denke an dich. Wie kannst du für dich das Weihnachtsfest so gestalten, dass du keine Herausforderung damit hast? Und falls du da jetzt im ersten Moment nicht die Wege hast, dann überleg dir ganz genau, was ist denn die Herausforderung? Das ist, glaube ich, auch der erste Schritt, dass du wirklich hinschaust. Was ist denn eigentlich das Problem an der ganzen Sache? Und dann beginn einfach es zu verändern. Für dich. Und wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann klappt es nächstes Jahr. Es gibt auf ein Jahr verteilt so viele Festlichkeiten, wo du das immer wieder üben darfst. Und da darfst du auch einfach das als Übung ansehen. Du darfst es als Übung ansehen und wenn jemand ein Problem damit hat, wenn jemand sich da angegriffen fühlt durch dein Verhalten, kannst du da auch ganz einfach, ohne dass ihr euch da streitet, einfach hingehen und sagen, ich weiß, dass es jetzt nicht so ist, wie wir es sonst machen, aber ich brauche das ganz einfach. Ich weiß, dass es vielleicht jetzt gerade für die Familie nicht das ist, was immer abläuft. Aber ich habe für mich festgestellt, dass es mir dann besser geht. Und dann machst du es. Die anderen werden es überleben. Jeder überlebt, wenn du einfach mal für eine Stunde gehst. Verspreche ich dir. Hoch und heilig. War in meiner Familie auch so. Die fanden es auch befremdlich, dass ich an Geburtstagen etc. gegangen bin und was für mich getan habe. Aber letztendlich, es hat mich in der Zeit keiner vermisst. Jedenfalls nicht so, dass ich danach nicht wieder diese Präsenz einnehmen konnte nach meiner Sporteinheit. Genau. Wenn das Essen für dich die Herausforderung ist, dann ändere es. Ändere es so, dass es für dich passt. Und hier, weiterer Punkt oder dritter Punkt, werde dir bewusst, ob dieses Weihnachtsfest nur ein Spiegel deines Alltages ist. Werde dir bewusst, was in deinem Alltag los ist. Werde dir bewusst, wie bewegt du bist in deinem Alltag. Werde dir bewusst, wie oft du Sport machst. Werde dir bewusst, was du isst. Werde dir bewusst, wie dein Leben aussieht. Und als vierten Schritt werde dir ganz klar, woher das alles in deinem Kopf kommt. Werde dir einfach klar, welche Gewohnheiten dahinter stecken und woher die Gewohnheiten kommen. Zu welchen Wurzeln führen dich diese Gewohnheiten? Und da kann ich dir auch empfehlen, einfach darauf zu meditieren. Und du musst jetzt nicht, falls du noch nie meditiert hast, denken, du musst jetzt hier stundenlang in einem ganz liebevollen Om verweilen. Das definitiv nicht. Du brauchst nur einfach dich mal zurückziehen, dich auf deine bequeme Couch oder in dein Bett legen, die Augen schließen und einfach mal drüber nachdenken, wann du diese Dinge gelernt hast und von wem du diese Dinge gelernt hast. Wer hat dir beigebracht, wie Weihnachten abläuft? Und ganz wichtig ist auch hier, dass du da nicht anfängst, die Dinge ja negativ zu sehen, nicht anfängst zu sagen, ja, der ist dran schuld, dass ich jetzt diese Probleme mit Weihnachten habe. Nein. All dein Leben, wie es jetzt ist, kommt aus dir. Du darfst anfangen, einfach bei dir zu beginnen und die Verantwortung bei dir zu suchen. Und das ist die fünfte Sache, die ich einfach in diesem Podcast, in dieser Folge mit dir wirklich teilen möchte und wozu ich dich inspirieren möchte. Übernehme Verantwortung für dein Leben.
Und ich habe jetzt gerade ganz, ja, spontan den Gedanken, ich werde jetzt am kommenden Freitag eine Meditation mit dir teilen, wo wir dann ganz bewusst diese Reise in deine Vergangenheit in Bezug auf das Weihnachtsfest durchführen werden. Also jetzt kommenden Freitag, du kannst dich drauf freuen. Auch wenn es spontan ist und sie noch nicht eingesprochen ist. Genau, Verantwortung. Verantwortung für all das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Übernehme Verantwortung. Gib niemandem die Schuld dafür, dass Weihnachten so eine gewisse Art und Weise hat in eurem Familienleben. Gib niemandem die Schuld dafür, dass einfach gewisse Gewohnheiten so sind, wie sie sind. Nehme Verantwortung für dein Leben. Du hast es in der Hand. Du kannst jederzeit etwas ändern. Und natürlich sind gewisse Dinge in einer Gemeinschaft nicht sofort zu ändern. Natürlich nicht. Und das muss es auch nicht. Es darf Zeit haben, aber du kannst es für dich ändern. Du kannst deinen Alltag so bewegt gestalten, dass Weihnachten einfach kein Problem mehr für dich darstellt. Du kannst es so gestalten, dass Weihnachten einfach für dich ein Genuss ist. Du darfst so gestalten, dass Weihnachten ganz einfach ganz, ganz viele tolle Dinge sind. Und du kannst die Verantwortung dafür übernehmen, dass du auch bei dem ganzen Süßkram in deinem Alltag etwas genauer hinschaust. Es müssen nicht die billigen Schokoladendinger von sonst wo sein. Und du kannst auch ganz liebevoll mit deinen Verwandten kommunizieren, dass du ganz einfach sagst, tut mir einen Gefallen, gebt nicht so viel Geld für Süßigkeiten aus. Lasst uns lieber gemeinschaftlich irgendwie was Schönes erschaffen oder was auch immer. Du kannst es doch vorher kommunizieren. Und natürlich würde es nicht jedem gefallen und natürlich würde sich nicht jeder dran halten. Weil jeder hat natürlich seine eigenen Glaubenssätze. Und für manche Menschen gehört einfach Süßigkeiten dazu, warum auch immer. Und das ist okay. Seh das an, aber bleib einfach dran. Kommuniziere das einfach immer und immer wieder. Kommuniziere es, dass Süßigkeiten ganz einfach sein dürfen, aber dass du schon möchtest, dass da einfach eine gewisse Qualität drin ist. Und das kannst du machen, indem du einfach bei dir anfängst, indem du einfach es lebst, indem du anfängst, einfach es zu leben, dass gewisse Dinge ganz einfach einen Standard in deinem Leben bekommen. Genau. Und ich kann dir auch von meiner Geschichte sagen, es gab eine Zeit, da gab es immer sehr viele Süßigkeiten bei uns. Und bei manchen kommt es mittlerweile oder ist so ein bisschen der Anschein erweckt worden, dass ich gar keine Süßigkeiten mehr esse. Aber ich finde es echt gut, dass es viele denken von mir, weil dann schenken sie mir nicht mehr so viel. Ich bekomme dann zum Beispiel stattdessen von meiner Mutter immer ganz tolle Tees. Da freue ich mich total drüber. Erst jetzt habe ich wieder einen Adventskalender, also der aus Tees besteht, geschenkt bekommen. Und es ist viel schöner. Früher hat sie mir keinen Tee geschenkt. Da hat sie mir Süßigkeiten geschenkt. Und dann habe ich halt immer wieder kommuniziert, dass Süßigkeiten in meinem Leben eine Herausforderung sind und dass ich das nicht möchte. Und sie hat sich angepasst. Es war wahrscheinlich aber für sie auch nicht einfach, sich da einfach umzustellen. Und das darf man auch sehen. Und falls meine Mama jetzt hier gerade zuhört, danke für die vielen Tees und Honig und danke. Genau. So, ich glaube, das war im Groben das, was ich dir mitgeben möchte in diese Weihnachtszeit. Und ich möchte dich trotzdem nochmal einladen, all die Dinge, die ich hier sage, nicht nur limitiert auf 3, 4 Tage anzuwenden, sondern wirklich Weihnachten als das anzusehen, was es ist, ein Teil eines Lebens. Es gehört einfach dazu. Und werde dir bewusst, wie dein Leben aussehen soll. Dann weißt du auch, wie dein Weihnachtsfest aussehen wird. Ich danke dir von Herzen, dass du bis jetzt dabei warst und ich freue mich riesig, wenn wir uns einfach austauschen, wie bei euch das Weihnachtsfest aussieht, was deine Herausforderungen sind. Vielleicht sind es auch noch Herausforderungen, die ich jetzt hier noch gar nicht beachtet habe, weil sie einfach für mich in meinem Leben keine große Rolle spielen. Deswegen lass mich gerne teilhaben, lass uns darüber austauschen, was deine Dinge sind, die bei dir eine Rolle spielen. Und ich freue mich auch richtig doll, wenn du vielleicht diese Folge an Menschen teilst, die genau diese Herausforderung, die ich hier bespreche, betrifft. Denn ich kann natürlich mit meinen ganzen Visionen nur in die Welt rauskommen, wenn ich auch weiterkomme, wenn ich Gehör bekomme von so vielen Menschen wie möglich. Deswegen teile diese Folge unwahrscheinlich gerne, empfehle meine gesamten Dinge, die ich in die Welt bringe, weiter. Damit machst du mir ein riesiges Geschenk und ja, ein weiteres Geschenk kannst du mir natürlich machen, wenn du mir
bei allen Kanälen, die so meinen Podcast ausstrahlen, mir ganz einfach eine liebevolle Bewertung dalässt, dass du mir einfach auch vielleicht Tipps gibst, was ich besser machen kann. Weil das ist natürlich auch etwas, was mein Anspruch ist, dass ich immer tiefer in Themen reingehe, dass du mir auch sagst ganz offen, okay, das Thema ist mir zu oberflächlich, geh da nochmal da ein bisschen tiefer rein. Gib mir wirklich ein Feedback, was in deiner Ansicht noch ein bisschen besser werden kann, weil dann kann ich natürlich auch für dich meine Dinge, meine Themen noch etwas individueller und qualitativ hochwertiger gestalten. In jedem Fall freue ich mich auf dich und bis zu unserem Kontakt. Denke immer dran, du bist so wundervoll und einzigartig. Habe eine wundervolle Vorweihnachtszeit und bleibe bewegt, deine Marie.